Würde, guten Tag. Image, guten Tag. Image, Stadt Nürnberg, guten Tag. Wenn man innerdienstlich, behördlich Anträge in irgendeiner Weise komisch auslegt und mitteilt von Ressort 1 zu Ressort X und dem Antragsteller auch noch sagt, der unter Vollmacht höchst pingelig genau alles hinterfragt und gesagt, man bekommt, geht alles in Ordnung, wir stimmen uns schon mit der anderen Einrichtung ab. Es ging nämlich für eine Person um einen Wohngeldantrag. Und plötzlich kommt ein Bußgeldantrag und der wird nicht akzeptiert. Widersprüche kommen nicht an, werden nicht akzeptiert im wiederholten Fall und werden vollstreckt, obwohl auch anwaltlich der Antrag begleitet worden war, abgestimmt worden war und beide Einrichtungen, mit denen kommuniziert worden war, dass das kein Problem ist. Wir stimmen uns sowieso gegeneinander ab, damit keine Überzahlung stattfindet im Übergang bei einem Scheidungsverfahren. Tja, wohl gehofft und Würde vollstreckt. Gute Nacht. Dafür muss bei Würdebruch, bei vorsätzlichem Würdebruch, eine Einrichtung, Wohngeldamt etc. Buße tun und die Würde der betreffenden Antragstellerin, die ich begleitet damals hatte, in Vollmacht entschädigen. Die Zahl der Entschädigungssumme steht nicht zum Spaß bei YouTube. In einer Menschenrechtspreisträger-Straßenstadt hat das nichts zu suchen. Würdebruch, auch im Freistaat Bayern, hat die Würde unantastbar geachtet zu werden. Und wenn man dann konkret auf den Fall zugehen möchte, dass er sich nicht wiederholt, dass diese Angestellten daraus lernen, dass man so mit Menschen nicht umgeht. Und wenn das ein Gremium, eine Stadtverwaltung, ein Stadtsekretärstab nicht berührt und er damit wenig Verfolgungsaktivität an den Tag legt und legen möchte, dann stimmt etwas nicht. Denn der Bürgermeister ist der Meister der Bürger, dachte ich. Wenn jemandem aber das vorenthalten wird, um was es da geht, und die Menschen stigmatisch mit Füßen, deren Würde getreten wird, dann stimmt etwas nicht. Dann ist nur für die Touristen die Menschenrechtsstraße eine Showstraße. Aber gelebt werden dürfen sie nicht. Und das passt nicht zusammen. Lippenbekenntnis, Textbekenntnis und Realität mit der Menschenrechtspreisträgerstraße statt und der Menschenrechtspreisträgerstraße in Nürnberg. Es gibt zahlreiche Fälle, die ganz klar erkennen lassen, O-Ton, einige Bürger, was interessiert die da oben, eine Menschenrechtsstraße oder die Paragraphen des Grundgesetzes? 0,0. Und wenn du willst, spreche ich das in die Kamera. Aber dann muss das schon auf dem TV sein. Dann sage ich wunderbar, vielen Dank. Ich komme auf die Bereitschaft zurück. Und wenn ich dann die anderen Namen nenne, die davon Kenntnis haben und sie das nicht tangiert hat, dass eine aristokratische Gymnasialkindsmutter, deren Würde vollstreckt wird, und die Gerichtsvollzieherin so daneben ist, keinen Stil hat,
wahrscheinlich auch keine Druckerfarbe hat, um ordnungsgemäß zivilisiert einen Brief zuzustellen, der dann auch leserlich ist. Ich habe das alles gescannt, ich habe das alles gesichert und auch die Tonnoten, die diese Dame von sich gegeben hat, das ist, ja, nicht einmal im Urwald, glaube ich, kommuniziert man so nicht, das interessiert sie nicht. Das hat sie verdammt zu interessieren. Und die Würde ebenso hat sie zu interessieren, wenn es nicht zutrifft. Und es trifft immer noch nicht zu. Der Würdebruch, der trifft zu, ja. Aber es trifft immer noch nicht zu, dass das falsche Angaben waren. Das war nämlich eine Fangfrage, auch am Telefon. Ja, Sie müssen es verlängern. Wir stellen sowieso dann die Leistung ein, hat man gesagt für diese Dame, wenn sie von der einen Stelle die Leistung bewilligt bekommt. Ja, das ist nur ein Übergang, weil sie noch im Scheidungsverfahren ist. Und sie wollte niemals diese Leistungen annehmen. Niedrig ist das. Und so eine Gerichtsvollzieherin ist immer noch im Amt. Dann ist das Amt, sprich das Gericht, keinen Deut besser. Weil normalerweise, bevor ich so etwas wiederholen lasse, ziehe ich mir diese Figur ans Ohr und zu Gesicht und kläre sie auf, wie sie mit den rechtsstaatlichen Grundlagen umzugehen hat. Und dass die Würde sehr wohl auf der Basis der schlimmen Vergangenheit, auch insbesondere Nürnberg, zu achten ist. Ansonsten, Gleiches gesellt sich, oft gern. Tut mir leid, dass ich diese Aufsage so machen muss, aber Image ist da falsch am Platz. Und deswegen ist auch das Fragezeichen und im Hintergrund das X, das Doppel-X. Das hat hier nichts zu suchen, wenn es um Image geht. Ich hoffe, dass man das irgendwann mal begreift, dass die Würde unantastbar sein muss. Und wer sich da irgendwie dagegen sträubt, der hat strafrechtliche Relevanzen zu spüren. Ansonsten können wir uns diese Gesetze schenken. Und es ist halt traurig, dass solche Würdenträger oder eine Gerichtsvollzieherin, da gibt es so viele Stufen dazwischen, bis sie tätig wird. Und es passieren sehr viele Fehler. Und überwiegend sind es über knapp 30% Fehlurteile in Deutschland. Das ist zu viel. Jedes Fehlurteil ist zu viel. Ja, aber wir haben die Zeit, nicht die Fälle genauer zu betrachten. Aha. Aber die Würden so zu brechen, dass die Menschen bis ans Lebensende darunter leiden. Da macht sich dann ein Staatsrichter keine Gedanken. Aber Herr Jens Gnieser, der macht sich Gedanken. Es müssen mehr Richter her, mehr Staatsanwälte her, mehr Bedienstete der Justizbehörden, der Polizei, damit man gründlicher arbeiten kann und weniger Menschen tatsächlich verurteilt werden und ja, vernichtet werden in ihren Werten. So viel zum System, Ethik, Würde, Mensch, Strafrecht, Zivilrecht. Mal die andere Image-Perspektive. Ich war nicht umsonst beim deutschen 22. Staatsanwalt und Richtertag zu Weimar 2017 im April. Das hat Gründe. Und ich hoffe, dass sich etwas verändert. Vielen Dank. Remake Image Again Germany. Better. Gala.com.tv.